Was geht, Leute? Ich zeige euch jetzt mal, was ich hier mache. Wenn ich keine Lust habe, gefühlt 10 Kilometer zu fahren und zurückzulaufen, dann schnappe ich mir das Motorrad. Knapp 17 Uhr hier im Libanon wird es etwas früher dunkel als in Deutschland, ca. 20 Uhr. Talon, yalla! Das ist übrigens der richtige Weg, wie man Talon verwendet, nämlich um zum Beispiel jemandem zu sagen, komm her. Da, na hol, komm her. Jetzt muss ich unsere Schafe und Michael, unser kleiner Zwerg, ich muss sie rausbringen. Das ist Chopper. Hi Chopper. Wenn ich keine Lust habe, so weit zu laufen, fahre ich eben mit dem Motorrad. Nachdem ich sie rausbringe, werde ich hierhin wieder zurückkehren zum Hangar, zur Farm. Ich bringe sie jetzt in den Garten rein. Ein bisschen weiter runter, wo ich gerade hergekommen bin. Weil da noch das Gras etwas grüner ist. Und dann komme ich wieder hier hin und mache hier wieder sauber. Vielleicht habt ihr das letzte Video gesehen. Da ging es darum, wie ich hier sauber gemacht habe nach einigen Jahren. Und jetzt ist schon wieder hier alles vollgekackt. Ja. Yalla, komm. Tfaddalo. Yalla. Es muss gleich hier alles gekehrt werden. Mache ich, wenn die dann draußen sind. Hier seht ihr Michael. Michael ist ein Teil von zwei Zwillingen. Ein Teil der Zwillinge. Seine Mutter hat ihn bei der Geburt stark vernachlässigt. Ein Überlebensinstinkt. Sie hatte nicht genug Milch für ihn und seine Schwester. Dann hat sie sich für seine Schwester entschieden. Deswegen mussten wir uns um ihn kümmern. Und dadurch, dass er am Anfang nicht viel Muttermilch bekommen hat, bleibt er jetzt höchstwahrscheinlich sein ganzes Leben ein kleiner Zwerg. Und weil er des Öfteren von den Ziegen gemobbt wird, haben wir uns dazu entschieden, ihn mit den Ziegen, mit den Schafen, Entschuldigung, natürlich mit den Schafen, leben zu lassen. Und er ist jetzt deren Anführer. Wie ihr seht, er geht voran. Er bestimmt den Weg und die anderen folgen. Chopper, Kuma, Jun, Taulahun. Hier seht ihr wieder die richtige Verwendung von Talahun oder im Plural, wenn man mehrere anspricht, Taulahun. Also von Talahun und Taulahun. Ich sehe, das trendet gerade in Deutschland, diesen ganzen Vögel da. Das ist natürlich auch eine Missrepräsentation. Da könnt ihr jeden Ausländer mit ein bisschen Hirn fragen. Das ist eine Missrepräsentation. Das ist eigentlich das, was Deutschland aus den Leuten macht. Aus Einwanderern macht. Meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt in die andere Richtung bewegen. Wie ist mit die süßeste hier? So, ihr seid Freunde, ne? Ja. Wer soll eigentlich vor euch Angst haben? Muss das sein? Mann. Du auch. Ihr Perversen. Komm, jalla, Michael, jalla. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für dich. Komm, Junge. Nimm dein Volk und mach dich aus dem Staub. Musst du da auch noch Hallo sagen? Die ist super süß. Geht immer allen drei Hunden Hallo sagen, bevor sie dann wieder zu ihren Freundinnen zurückkehrt. Jalla, Michael. Jalla. Jalla, jalla, jalla. Wie gesagt, weil ich keine Lust habe, zu Fuß zu gehen. Ich habe gestern hier im Dorf Ghetto-Fußball gespielt. Auf so einem alten Ascheplatz. Wie man das aus... Wie man das aus Dokumentationen kennt, diese alten Plätze in der dritten Welt. Jalla. Jalla. Die etwas größeren Schafe, Ziegen. Die etwas größeren Ziegen sind gerade mit meinem Vater unterwegs. Dort hinten im Wald. Dort unten im Tal. Das Problem mit den Ziegen ist, wenn man die, da unten sind überall Apfelbäume, wenn man die Ziegen da reinlässt, dann lassen die keinen Baum stehen und keinen Apfel anbauen. Und wir benutzen die Äpfel für unsere Bioprodukte, für Cider und unseren Alkohol, den wir hier brennen. Ziemlich warm, deswegen lassen wir uns etwas Zeit, bis wir die Schafe rausholen, denn sonst gerade mit dem dicken Pelz geht es denen in der knallenden Sonne nicht so gut. Jalla, Michael! Komm, Junge, nimm dein Volk! Die drei, die haben wir hier gefunden. Choppel und Kuma, die zwei Jungs, die etwas größer sind, haben wir vor circa anderthalb Jahren hier gefunden. Fast zwei Jahre jetzt. Die sind also zwei Jahre alt, die waren Babys. Und June haben wir im Juni gefunden. Das sind meistens hier andere Hirten, die Hundebabys haben und sich nicht um die kümmern wollen. Dann schmeißen sie sie weg. Und wer es hier hinschafft und länger als einen Tag hier bleibt, der gehört dann offiziell zur Familie. Wir freuen uns nicht immer unbedingt über neue Hunde, weil das auch eine Verantwortung ist, sie zu füttern. Wir lieben Tiere hier. Wir sagen niemals nein. Wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass die Hunde einen Tag mindestens hier bleiben. Wenn sie am nächsten Tag dann hier sind, dann ist es wohl Schicksal.
und dann gehören die zur Familie. So. Auf dem Rückweg werde ich euch ein bisschen Offroad durch den Garten hier auf dem Motorrad mitnehmen. Dort unten ist eins der Ferienzimmer, die wir vermieten. Heute haben wir keine Gäste. Gestern hatten wir Gäste. Das sind die Handtücher, die wir gerade waschen. Jalla, Michael! Michael! Wir wollen runter heute. Runter, runter. Jalla. Runter. Michael! Komm, Junge. Wenn du der König sein willst, musst du auch vorangehen. Willst du nicht der König der Schafe sein? Ja, komm, ist gut. Was, willst du nicht hier runter? Du musst dich entscheiden. Entweder nach links oder nach rechts. Du darfst beides. Nach links. Dann soll es wohl so sein. Nach links. Dort unten seht ihr die Solarpaneele, die Solaranlage, die uns hier den Strom gibt. Könnt ihr auch, falls ihr die letzten Videos nicht geschaut habt, die letzten zwei, ich versuche mehr Content auf Deutsch zu machen jetzt. Ich spreche zwar auch Englisch, Arabisch, Französisch, aber durch meine 17 Jahre in Deutschland ist Deutschland zu meiner zweiten Heimat geworden. Und Deutsch zu meiner Muttersprache. Und ich fühle mich genauso sicher und genauso der deutschen Sprache mächtig wie der arabischen, französischen, englischen. Dann schaut euch gerne die letzten Videos auch an, um einen Eindruck zu bekommen, was hier überhaupt abgeht, wo wir hier sind, was wir hier machen. So. Wenn sich die Schafe an die Umgebung und das Land hier gewohnt haben, dann kann man sie auch eigentlich alleine lassen. Ich bringe sie jetzt runter zu einem Punkt, wo wir nicht so sehr gemäht haben, damit sie die Bäume ein bisschen befreien, damit die Bewässerungsanlage auch besser funktioniert. Hier, die snacken gerade an Äpfel, die runtergefallen sind vom Baum. Manchmal auch am Baum. Gehört halt dazu. Hey! Jalla! Jalla, Michael! Jalla. Die letzten paar Meter zu Fuß. Einfach um sie gut führen zu können. Komm. Jalla. Michael, geh mal runter zum Wasser. Mach wohl. Wir werden jetzt ganz bestimmt hier ein bisschen spielen, ein bisschen rumspringen. Gehört auch dazu. Jalla, Michael, jalla. 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 So, den Weg kennen sie jetzt mittlerweile hier. Dann sprinten wir die runter. Und später werden sie dann langsam hier hochgehen. Und dann, bevor es dunkel wird, also nicht unbedingt vom Baum essen jetzt. Wenn es dunkel wird oder kurz bevor es dunkel wird, werden sie sich dann auf dem Weg zurück zur Farm machen. Und wir müssen sie dann nur noch reinbringen und die Tür schließen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, aber hier
Jun, Shui Shui. Hier unten, das ist das, was passiert, wenn man Wildschweine hat. Es gibt Wildschweine, die nachts aus dem Tal hochkommen. Die reiben gerne ihre Nase und ihren Körper in den Boden rein und zerstören damit auch ein bisschen die Bäume. Deswegen wir sie eventuell auch dann jagen müssen. Ja, komm. Ich weiß, die Blätter sind lecker, aber da unten ist sehr viel Gras, was auch lecker ist. Könnt ihr euch erstmal darauf konzentrieren. Hopp, jalla. So. Ich lasse sie jetzt hier. Werde ein bisschen hier grasen und wie gesagt ihren Weg zur Farm alleine finden. Und ich nehme euch jetzt nochmal mit dem Motorrad durch die Felder. Nicht auf dem Weg, wie wir eben hochgefahren sind, sondern durch die Felder zur Farm zurück. Wo ich dann den Mist der letzten 3-4 Tage zusammenkehren werde und wegschaffen werde. Damit sie wieder ein sauberes Zuhause haben. Das hier vorne, wie gesagt, die Solaranlage, unser Restaurant, wo wir unsere eigenen Produkte anbieten, wie unseren Ziegenkäse. Wir haben auch Weizen gepflanzt und haben unseren eigenen Weizen, unser eigenes Mehl, was wir für Pizzen, Brot, Menaish benutzen. Also haben wir hier ein System der Selbstversorgung. Wir fahren jetzt zur Farm. Ich fahre mal hier lang, zeige euch ein bisschen was. Hier sind die Apfelbäume. Dieses Jahr sind einige Bäume leer, einige voll. Beziehungsweise einige leer und einige zu voll. Das passiert manchmal. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Gerade auch, weil wir dieses Jahr fast alle Bäume getrimmt haben. Was wir schon seit längerem nicht gemacht hatten. War auch an der Zeit abgewürgt. Da hinten seht ihr die Berge. Hier gut festhalten. Mein Lieber, hier ist es einfacher. Die ganzen Hubbeln, Äpfel. Birnenbaum. Unser Mais, unser Rocker, Rucola. Mehr Apfelbäume. Das, was die Wildschweine veranstalten. Also wenn ihr möchtet, schaut euch gerne das Video an, das letzte und das vorletzte und was auch immer.
Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir hören uns bald.